Hey, ich hoffe, du bist bereit hierfür. Heute möchten wir dir etwas Unglaubliches vorstellen. Was? Etwas Unglaubliches? Was ist es? Was könnte es sein? Die Antwort lautet, schau mal hier. Weißt du, was das ist? Sind das... Fahr fort. Das sind Dracheneier. Das wollte ich auch gerade sagen. Werden sie bald schlüpfen? Dracheneier schlüpfen normalerweise nicht von selbst. Oh. Sie könnten für immer in diesen Schalen stecken bleiben. Aber mit ein wenig Hilfe... Was? ...können wir ein paar Babydrachen ausbrüten. Krass! Auf geht's! Oh! Was machst du da, JJ? Ah. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Rührei zu machen. Warte mal, warum tanzt es? Oh, das bedeutet, dass es funktioniert. Das ist ein Feuerdrachenei. Also wird es nur schlüpfen, wenn du es in Brand setzt. Au! Keine Sorge, es tut dem Drachen nicht weh. Was ist mit dem hier drüben? Der Eisdrache? Dieser braucht Wasser zum Schlüpfen. Etwa so, siehst du? Hat es funktioniert? Ich brauche mehr Wasser. Das reicht. Hey, es ist eingefroren. Großartig. Hätte das passieren sollen? Das war es auch. Jetzt, wo es mit Eis bedeckt ist, kannst du es da drin herumtanzen sehen, oder? Sieht gut aus. Oh, jetzt verstehe ich. Die Eier führen einen kleinen Tanz auf, wenn sie sich auf das Schlüpfen vorbereiten. Ja, aber es dauert ein paar Minuten. Okay. Gut, dass es so viel Arbeit macht, einen Drachen auszubrüten. Sonst gäbe es sie überall. Oh, gutes Argument. Danke. Ah! Vorsicht, du kannst dich verletzen. Ups. Komm, kleiner Mann, schlüpf. Oh, ich frag mich, ob er mir oder dir ähnlich sein wird. Er ist nicht unser Kind, Mikey. Er ist ein Drache. Ach ja. Warten wir noch ein wenig ab. Es scheint nicht schlüpfen zu wollen. Glaubst du wirklich? Jetzt schlüpf endlich. Oh, dieser hier schlüpft auch nicht. Oh, wird das auch mal was? Die Sonne steht jetzt direkt über uns. Es ist also Mittag. Es brennt immer noch weiter. Oh, es ist geschlüpft. Super. Wow, das muss der Feuerdrache sein. So süß. Moment, was hast du gerade getan? Ich habe ihn mir auf die Schulter gesetzt. Jetzt sind wir die besten Freunde. Ich will auch einen. Toll. Oh. Er scheint mich zu mögen. Vielleicht werde ich ihn selbst aufziehen, als mein Haustier. Wie schön. Wie wäre es mit dem hier? Ich frage mich, was das für ein Drache ist. Wäre es nicht toll, wenn wir uns auch um diesen kümmern könnten? Ja, wie aufregend. Oh. Sieh dir das an. Du bist dran, Mikey. Du nimmst das hier. Ich versuche es ja. Warum reitest du nicht auf meiner... Oh, da haben wir es. Du hast es geschafft. Haha. Hey, Kumpel. Wow. Nice. Los geht's. Das ist beeindruckend. Sieh dir das an. Wir haben beide unsere eigenen Hausdrachen. Das ist das Beste, was jemals in der Geschichte von irgendwas passiert ist. Hey, Mikey. Ja? Sie sind ein bisschen klein, oder? Ja, du hast recht. Wir sollten etwas zu essen für sie suchen. Ich möchte, dass sie groß, stark und gesund werden. Okay, sicher. Aber was essen sie denn? Sie mögen Fleisch. Lecker. Ich habe viel zu geben. Wie machst du das? Wow! Es wächst einfach weiter. Was zum... Das sollte gut sein. Ich glaube nicht, dass er noch größer werden kann. Was? Hey, warte, Kumpel, komm zurück. Er nimmt sein Essen zum Mitnehmen. Nun denn. Du bist dran. Hier, iss auf. Ah, das gefällt dir, was? Wow, fantastisch. Mein Drache wächst so schnell, dass sein Kopf schon in die Wand ragt. Hey, dreh dich um. Ich hoffe, er ist nicht eingeklemmt. Räum die Erde weg. Ich versuche es ja. Oh, wir haben es geschafft. JJ. Wow. Ich fliege. Ich will auch auf meinem Drachen reiten. Komm wieder her, Kumpel. Oh, das ist großartig. Du siehst aus, als hättest du Spaß. Yep. Toll, mein Drache ist runtergekommen. Endlich. Es ist Zeit zu fliegen. Warte mal kurz. Wie fliegt man einen Drachen? Schön, dass du es geschafft hast. Kannst du das glauben? Wir fliegen. Ja. Warte. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mit diesem Drachen angreifen kann. Wie meinst du das? Er kann seinen Atem abfeuern. Zufällig ist dort ein Enderman. Also greifen wir ihn an. Hey, schau, guck mal. Da, ein Zombie brennt. Juhu, ich kann ihn besiegen. Wow, cool. Ich bin auch dabei, die Steuerung zu verstehen. Das ist in Ordnung. Wie lenke ich das Ding?
Du kannst mit der X-Taste absteigen. Okay, klasse. Jetzt bin ich in Reichweite zum Feuerspucken. Dein Drache spuckt kein Feuer. Er atmet Eis. Richtig. Wo sind die Monster? Auf dem Baum. Alles oder nichts. Ha! Ich kann nicht schießen. Warum kann ich nicht? Nutze die R-Taste. Die R-Taste. Immer noch nicht. Drück weiter. Du kannst es schaffen. Hey, es klappt. Gute Arbeit. Das war der Hammer. Wow. Super. Lass uns den Rest dieser Zombies eine Kostprobe unseres Feueratems geben. Und Eis atmen. Boom. Weg da. Jetzt bin ich dran. Nur zu. Lass sie uns etwas abkühlen, ja? Wahnsinn, du machst einen ganzen Schneesturm ganz alleine. Keine Bewegung, Zombies. Haha, das ist ziemlich stark. Auf jeden Fall. Gute Arbeit. Danke. Da drüben ist noch einer. Wuhu, das hat gerockt. Lass uns irgendwo auf ein Abenteuer gehen, JJ. Wir begeben uns auf ein Abenteuer. In Ordnung, wir sind so hoch. Ja, ich liebe es. Ich auch. Lass uns die Insel ein wenig erkunden. Klingt gut. Ich bin direkt hinter dir. Wow, was für eine Aussicht. Hey, hier sind noch ein paar Monster. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Ja, nimm das. Fühl das Brennen. Gefällt dir das? Haha. Oh nein, ich habe die Schweinchen versehentlich eingefroren. Ich muss wirklich an meiner Zielgenauigkeit arbeiten, ha? Huh? Yep, ein gefrorener Creeper. Wahnsinn. Alle erledigt? Ich denke für den Moment, ja. Es ist unglaublich. Drachen sind so mächtig. Kann uns irgendetwas aufhalten? Nein. Hey, sieh dir das an. Es ist hellichter Tag. Was für eine Aussicht. Wohin sollen wir gehen? Ich weiß nicht. Hey, schau mal. Was? Dort drüben. Was ist das? Vorsicht. Hm? Dies ist ein Außenposten der Plünderer. Diese Typen können wirklich stark sein. Oh. Vorsicht. Was? Aber sie können uns nicht schaden, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Ich denke, wir werden es herausfinden. Sie machen sich bereit zu schießen. Sollen wir weglaufen? Auf keinen Fall. Der einzige Ausweg ist, gegen diese Typen zu kämpfen. Ich hoffe, sie können ein bisschen Hitze vertragen. Ja, nimm das. Schnappen wir sie uns. Boom. Es sieht nach einem frühen Winter in diesem Jahr aus. Frohe Weihnachten. Haha, das wird es ihnen zeigen. Nehmt das, Plünderer. Wir sollten uns um diese Basis kümmern. Brenn, brenn. Wir verwandeln es zu Asche. Wir zerstören sie. Wow, schau uns an. Ich glaube nicht, dass die Plünderer in der nächsten Zeit hierher zurückkehren werden. Ich hoffe nicht. Alles erledigt. JJ, hinter dir. Aufgepasst. Wir werden sie daran hindern, noch mehr Dörfer zu überfallen. Auf geht's. Ich fühle mich wie eine Art fliegender Superheld mit meinem Drachen. Ja, ich auch. Fremde besiegt. Ja, sie hatten keine Chance. Tada! Diese Basis wurde vernichtet. Ja, das stimmt. Das alles dank uns. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Drachen zu den stärksten Kreaturen im gesamten Spiel gehören. Oh, auf jeden Fall. Also, Mikey, ich glaube, der stärkste Feind von Minecraft ist... Ja? Der Enderdrache. Wow, bist du sicher, dass wir das schaffen? Was hältst du also davon, wenn wir jetzt den Enderdrachen herausfordern? Okay, ich bin dabei. Großartig. Wir werden ganz sicher gewinnen. Wenn es jemand kann, dann wir. Mit diesen beiden Drachen können wir den Enderdrachen sicher besiegen. Wuhu. Wir werden also gleich losziehen und den Enderdrachen zu einem Kampf herausfordern. Los geht's. Wir haben es bis zum Ende geschafft. Es ist Zeit für den Krieg. Ja, juhu! Wo ist unser Gegner? Hallo? Wir haben zwei Drachen auf unserer Seite. Wir sollten in der Lage sein zu gewinnen. Wir können gewinnen. Wir werden gewinnen, JJ. Kinderleicht. Hey, da ist er. Direkt vor uns. Schnapp ihn. Oh, ich glaube, ich habe einen Drachen eingefroren. Das ist nicht gut. Seltsam, er scheint keinen Schaden genommen zu haben. Hä? Es ist, als ob alle unsere Angriffe verfehlen oder so. Vielleicht ist es so ein Drachending. Es ist, als ob die Angriffe nicht treffen würden. Guck! Nichts funktioniert. Wir können nicht gewinnen. Oh, jetzt verstehe ich es. Unsere Drachen können dem Enderdrachen keinen Schaden zufügen. Oh, Abbruch der Mission! Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.